Kehle ist ganz ausgetrocknet. Ja. Scheiße. Ja, nicht mal ein Glas Wasser. Zieh dir das hier mal rein. Inakzeptabel. Unmenschlich. So bin ich nicht. Das ist noch viel. Nein. Ach, diese Wichser! Was immer du sagen willst, sag's. Dir frisst doch was am Kot. Das merke ich. Ich wüsste gerne, wie du tickst, damit ich weiß, mit wem ich's zu tun habe. Erst dachte ich, du hattest einfach nur Pech. Aber jetzt weiß ich, was dein eigentliches Problem ist. Du bist ein Junge aus Haywood, der seinen Block für eine bessere Zukunft verlassen hat. Und jetzt tust du nichts anderes als für ein paar Annies. Du weißt ja viel über meine Vergangenheit. Naja, ich sehe Bilder aus deiner Vergangenheit. Genau wie du aus meiner. Ich habe echt Angst davor, deine Erinnerungen irgendwann für meine zu halten. Scheiße. Wenn das in beide Richtungen geht, werde ich damit leben müssen, dass mich der große Dexter Deshawn gefickt hat. Wie lebt es sich so in meiner Haut? Naja, das meiste ist entweder zu groß oder zu klein. Und deine Hormone sind ein Albtraum. Außerdem nervt die Verzögerung zwischen Sehen und Fühlen. Wenn du von der Pizza abbeißt, merke ich erst nach Ewigkeiten, dass du dich verbrannt hast. Und ich habe früher keine 5 Minuten ohne Zigarette überlebt. Ich brauche echt Nikotin. Glaube, ich gewöhne mich langsam dran. Aber toll ist anders. Sag mir doch einfach, was du willst. Was du wirklich willst. Hilf mir einfach, meine Rechnung mit Arasaka zu begleichen. Das ist alles. Du willst Arasaka zerstören und begraben. Ich will alles. Nur nicht unter die Erde. Wir haben beide unsere Ziele. Und sie passen gut zusammen. Du brauchst Mikoshi, um dein Leben zu retten. Ist das erstmal erledigt, mache ich den Laden platt. Okay. Ich sag dir, warum ich Arasaka stürzen will. Aber nur einmal. Willst du es hören? Schieß los. Ich habe erlebt, wie Konzerne den Bauern Wasser und Land geklaut haben. Ich musste mit ansehen, wie sie Night City in einen hoffnungslosen Ort voller zerstörter Träume und leerer Taschen verwandelt haben. Konzerne kontrollieren uns, nehmen sich, was sie wollen. Neuerdings sogar unsere Seelen. Hast wohl recht. Da kann ich nicht widersprechen. Wie? Ich erkläre doch keinen Krieg, weil mir der Kapitalismus auf den Sack geht. Oder ich längst vergessenen Zeiten nachweine. Dieser Krieg ist ein Bürgerkrieg gegen ein System, das außer Kontrolle geraten ist. Ein Kampf gegen das ganze Scheißsystem der Entropie. Kapierst du's nicht? Ich tu, was sein muss, um die aufzuhalten. Wenn ich töten muss, töte ich. Und wenn ich deinen Körper brauche, nehme ich ihn mir, verdammt nochmal. Scheiße, verdammte, verfickte Scheiße! Du kapierst es nicht. Aber das wirst du noch. Thank you.
klappe. Tout le monde ici là, tu connais Michel. L'été dit rien à nous, tu t'es songé la vie sous île. Avant la main, on levé dans le collet. L'été la caille. Wir haben gewartet. Wie hast du mich bloß erkannt? Die Haare, oder? Wir haben ein Auge auf dich, seit du nach Pacifica kamst. Damit ich mich nicht verlaufe. Raúca, dieser. Bist du mein Kontakt? Erfahr ich bald mal, worum es geht. Ich bin nur der Mann in der Mitte. Du erfährst mich. Bald. Wo ist Brigitte? Kann ich mit dir reden? Nein. Das Einkaufszentrum an der Kreuzung. Geh zu dem Fleischer dort. Frag nach Placide. Er erklärt dir die Details. Mais Cunha, Saint-Michel, your not changement a fini. Du passt. Ich suche Placide. Placide. Garde ici là. Do, do, ti, pi, ti, mama. Do, c'est vous-même. Continuez. Placide, garde là. C'est ou pas, do, do, Bist du Placide? Placide? Ich, Idiot, dachte, der Verkauf von Geflügel sei illegal. 6 Jahre soll die Vogelseuche umgegangen sein. Und auf einmal ist alles clean? Das wird nicht verkauft. Was willst du? An der Kapelle hieß es, ich soll mit dir reden. Mr. Hens meinte, dass ihr Söldnerarbeit für mich habt. Nicht hier. Komm mit. Wo gehen wir hin? Pacifica. Ein Brennpunkt der Kontroverse. Eine Stadt in der Stadt. C'est pas. Hier lang. Nous villa. Nous c'est Pacifica. All das. Willkommen in Pacifica. Kennst du Pacifica gut? Nicht wirklich. Ihr rollt nicht gerade den roten Teppich für die Leute von draußen aus. Sollte eine eigene Stadt werden, wo Anzüge ihre Edis verprassen. Ein Kreislauf. Die Konzerne füttern ihre Schafe, die spucken es wieder raus. Alles hier auf Konzerncash gewachsen. Unser Ziel ist die Gym. Die Grand Imperial. Pacificas größter, hässlichster Tempel der Gier. Nie fertiggestellt. Bis letzte Woche war sie verlassen. Leer. Und jetzt? Jetzt haben sich die Animals da eingenistet. Qui est-ce? Deuxième. Hey, Placide. Hey, Placide! Moi, qu'est-ce que tu as fait, Lord? Ok, moi, on peut venir plus tard. Ici, c'est sensible que ça? Komm her da. Placide, petite mère. Wo? Ou pas de besoin. Gen lot ki gen li pi mal. Peut-être. Mais ça, c'est pour vous. Pas pour moi pour y'en repense. Merci. Los,
Ist nicht mehr weit. Rassid! Wo geht um ihn nicht? Pas aujourd'hui. Mais où t'es-tu? Dein, moi pas blé. Schon mit dir Animals zu tun gehabt? Ja, ein paar Mal. Ihr wollt die Animals raus aus der Gym? Vernichtet? Dafür bezahlt ihr mich. Du erfährst bald alles. Ich meine, warum sind sie überhaupt hier? Abgeschnitten in Pacifica, ganz allein, ohne Verstärkung. Das ist euer Revier. Scheiße, nicht mal die Bullen patrouillieren hier. Mhm. Wollen sie euch provozieren, damit ihr was Dummes macht? Sie verlassen die Gin nicht. Wie viele von denen hängen da rum? 30 oder mehr. Bin ihn nah, wir reden hier. Setz ihn. Wann treffe ich Brigitte? Du machst den Job, das kommt zuerst. Scheiße, was soll das werden? Naja, wenigstens labert er dir nicht die Ohren voll. Warum schickst du nicht deine Leute zur Gym? Nicht unsere Art. Und das zahlt sich für euch aus, ja? Läuft gut. Besser als du denkst. Dein Krummschamane, ist es Victor? Kennt ihr beide euch? Nein, brauche ich nicht. Diese Hardware ist shit. Solltest du ersetzen. Bist du jetzt auch ein Ripper-Doc oder wie? Was soll die Fragerei? Billiger Einschüchterungsversuch? Ich muss sicher sein, dass du den Job schaffst. Dieser Chip. Keine Signatur. Was ist das? Der Chip ist der Grund, weshalb ich mit Brigitte reden will. Kommt er dir nicht bekannt vor? Sollte er das? Ich sehe nur, dass er beschädigt ist. Kugel in den Kopf bekommen. Seitdem funktioniert er nicht mehr. Was mache ich, wenn ich drin bin? Der Kamionett. 20:35:07. 3 Sekunden vorher. Wusch. Aber ich versuche rauszufinden, wo er herkommt. Der Wagen ist eine Spezialanfertigung. Du weißt also auch nicht mehr. Hey, ich will nur alle Fakten haben. Fortschrittliche Tech. Passt gar nicht zu diesen Matschbirnen. Sie beobachten ihn genau. Ist wichtig. Warum auch immer. Rasid, Batman Kelly hat das noch geholfen. Batman Butler. Zeit für eine Pause? Ich glaube, du wirst gebraucht. Sie kommen ohne mich klar. Konzentrier dich. Die Animals stecken nicht dahinter, oder? Sie sind Schläger. Jemand anders braucht sie. Und zwar jemand mit einem Lieferwagen voll Netrunner-Tech. Und ich soll rausfinden, wer. Fang beim Kamionett an. Bleib verborgen. Check nur die Situation. Jetzt bist du im Reservoir gesinkt, unsere Subnet. Warum? Wozu? Durch Ague sehe ich, was du siehst. Höre, was du hörst. Ich werde dich durch die Gym führen. Noch eine Stimme in deinem Kopf. Da freut sich der Ripper Doc. Ha, du überwachst mich. Zeugt von Vertrauen. Okay, muss ich sonst noch was wissen? Triff unsere Leute an der Mall. Sie zeigen dir, wie du reinkommst. Verstanden. Wenn ich das erledige, bringst du mich zu Brigitte, richtig? Ja. Sortier am Ende des Gangs. Geh. Meine Leute lassen dich durch. Wir sind fertig.